Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Kinderbuchautorin Andrea Linisch. Hallo Andrea, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia. Ja, wie gesagt, ich bin Andrea Linisch, Kinderbuchautorin, und ich habe euch mein allerneuestes Buch mitgebracht, das den schönen Titel trägt, wie ich in den Sommerferien aus der Geisterbahn fiel und eine Elektrikerin entführte. Das hört sich sehr spannend an. Magst du gleich mal anfangen? Ich fange direkt von an. Ich erkläre kurz ein bisschen was, mit wem wir es zu tun haben. Und zwar derjenige, der hier aus der Geisterbahn fällt, das ist Colin Schmidt. Colin Schmidt ist 12 Jahre alt und Colin hat das Problem, dass er ein bisschen schüchtern ist. Er ist auch ein bisschen klein geraten für seine 12 Jahre. Und er wird schnell übersehen und auch schnell überhört. Er spricht auch immer sehr leise, weshalb viele Leute seinen Namen falsch verstehen und ihn Conny Schmitz nennen, was ihn sehr nervt und was seine Freunde dazu veranlasst, um ihn damit aufzuziehen. Jetzt sind Sommerferien und Colin ist von seiner Mutter dazu verdonnert worden, an einer Ferienfreizeit teilzunehmen in einer Jugendherberge, worauf er überhaupt keinen Bock hat, weil er niemanden kennt, der mitfährt, und er fühlt sich bei dem Gedanken etwas unwohl. Und wir starten jetzt mit der Geschichte, wo Colin zu dieser Ferienfreizeit aufbricht. Beeil dich, Colin, rief Mama und riss mir den Rollkoffer aus der Hand. Wir waren spät dran, natürlich. Im Zu-spät-Kommen war ich Weltklasse. Colin kommt immer entweder zu spät oder zu kurz, pflegte meine Mutter zu sagen. Zu kurz kommen, sagte sie, weil ich aus irgendeinem Grund häufig übersehen wurde, was in der Schule manchmal praktisch war. Vielleicht sagte sie das auch, weil ich kleiner war als die meisten anderen 12-Jährigen, aber das wäre gemein gewesen von ihr. Zu spät kam ich meistens nicht absichtlich, dieses Mal aber schon. Leider kamen wir nicht spät genug, um die Abreise zu verpassen. Schon von Weitem sah ich einen Reisebus am Busbahnhof stehen. Eine Menge winkende Eltern und kleine Geschwister drängten sich darum. Eine Frau mit roten Locken versuchte, eine riesige Reisetasche zu verstauen. Ein junger, furchtbar dünner Mann wedelte mit einem Klemmbrett herum. »Conny Schmitz«, rief er, reckte sich und ließ seinen Blick über die Menge wandern. »Hey, ist hier irgendwo eine Conny Schmitz?« »Na toll.« Dass Mama bei der Anmeldung am Telefon anscheinend genuschelt hatte und ich deshalb schon wieder Conny Schmitz war, nervte mich gewaltig. Aber dass dieser Typ mich deswegen gleich für ein Mädchen hielt, war das Letzte. Mama winkte und legte einen Zahn zu. Der Rollkoffer hüpfte hinter ihr her. »Hier«, brüllte Mama, »wir sind das!« Der junge Mann drehte sich zu uns um, sah mich an, schaute auf sein Klemmbrett und dann wieder zu mir. »Ups, sorry, ich dachte, Conny Schmitz wäre ein Mädchen.« Er verzog das Gesicht zu einem schiefen Grinsen. Ich konnte ihn nicht ausstehen. »Colin«, presste ich hervor und spürte, dass ich rot wurde. »Mein Name ist Colin. Colin Schmidt.« Der Typ guckte wieder auf das Klemmbrett. Alles klar. Und wer ist dann Conny Schmidt?« Oh Mann, der schien ja nicht besonders helle zu sein. Mama kicherte. »Die gibt es nicht. Keine Conny, nur Colin«, erklärte sie und sprach extra langsam. »Okay, dann streiche ich Conny mal durch«, sagte er. »Ich bin übrigens Tobi und deinen Koffer kannst du Kerstin da geben.« Er zeigte auf die rothaarige Frau. »Und dann ab in den Bus, wir sind spät dran.« Ich wollte Tobi noch sagen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, Colin Schmidt auf seine Liste zu schreiben, sicherheitshalber, damit der Trottel auch wusste, wie viele Kinder er dabei hatte. Leider kam ich nicht zu Wort.
Mama drückte mir einen Kuss auf die Wange und schob mich in Richtung Bus. Hoffentlich hatte das keiner gesehen. Von den anderen gleich am ersten Tag als Muttersöhnchen abgestempelt zu wären, wäre wirklich ein übler Start in die Ferien. Schnell stieg ich ein, bevor Mama noch mehr Peinlichkeiten einfielen. Ich konnte Tobi ja später noch daran erinnern, dass ich nicht auf der Liste stand. Der Bus war ziemlich voll und anscheinend hatte jeder seinen besten Freund oder seine beste Freundin mitgebracht. Jeder außer mir natürlich. Unschlüssig stand ich im Gang und sah mich um. Weiter hinten im Bus entdeckte ich einen freien Platz neben einem entsetzlich blassen Jungen, der angestrengt aus dem Fenster starrte. Super, dachte ich. Noch jemand, der von seinen Eltern gezwungen worden war, ohne seine Freunde an dieser dämlichen Ferienfreizeit teilzunehmen. Vielleicht konnten wir uns zusammentun. Ich ließ mich auf den Platz neben dem Bleichgesicht plumpsen. Hi, sagte ich, und der Junge zuckte zusammen. Ich bin Colin. Paul, nuschelte mein Sitznachbar. Naja, sehr gesprächig war er ja nicht. Aber Typen, die einen ständig zutexten, kann ich ohnehin nicht leiden. Besser mit dem stummen Paul abhängen als allein. Nichts wäre schlimmer, als von Anfang an als der Spinner zu gelten, den keiner kannte und der immer doof in der Gegend rumstand. Wenn man erstmal offiziell zum Loser ernannt worden war, konnte so eine Ferienfreizeit zum reinsten Höllentrip werden. Paul war bestimmt froh, dass ich ihn vor diesem Schicksal bewahrt hatte. Auch wenn er das nicht so zeigte. Der Bus fuhr los. Alle Kinder winkten übermütig und quatschten durcheinander. Paul kramte in seinem Rucksack herum und zog schließlich eine leere Plastiktüte heraus. Mir wird im Bus immer gleich übel, erklärte er verlegen. Über der Rückenlehne vor uns erschien das Gesicht eines blond gelockten Mädchens. Oh mein Gott! Emma, pack den Schirm aus, kreischte sie. Kotze, Paul sitzt hinter uns. Echt jetzt? Stöhnte Emma. Hoffentlich hat er nicht gefrühstückt, sonst regnet es gleich wieder halb verdaute Wurstbrote. Paul rutschte in seinem Sitz noch ein bisschen tiefer und mir wurde klar, dass die Wahl meines Sitzplatzes ein Fehler gewesen war. Kaum hatte der Bus sich in Bewegung gesetzt, wechselte Pauls Gesichtsfarbe von kreideweiß zu graugrün. Gleich geht's los, murmelte er. Der Bus fuhr um eine Kurve und Paul übergab sich in die Plastiktüte. Dann stupste er mich an. Du solltest den Rucksack lieber hochstellen, meinte er. Ich glaube, meine Tüte hat ein Loch. Tja, dumm gelaufen, Conny Schmitz. Kaum zu glauben, aber nach einer halben Stunde hatte ich mich fast daran gewöhnt, dass Paul sich dauernd übergab. Der Bus zockelte gleichmäßig über die Autobahn, alle quatschten durcheinander, bohrten in der Nase oder stopften sich mit Gummibärchen voll. Alle waren gut drauf und schienen sich nicht für mich zu interessieren. Was bedeutete, dass mich auch keiner komisch anguckte oder sich über mich lustig machte, weil ich mich ausgerechnet dem Kotze-Paul gesetzt hatte. Insgesamt war die Lage also einigermaßen entspannt. Nur Tobi und Kerstin wirkten nervös. Das heißt, Tobi wirkte nervös, Kerstin war offensichtlich total genervt. Sie stand vorne im Gang, redete auf Tobi ein und wedelte wild mit den Armen. Was ist denn das für eine miese Organisation? Hörte ich Kerstin schimpfen. Erklär du mal den kleinen Nervensägen die Planänderung. Ich habe jetzt schon die Nase voll. Tobi erhob sich langsam von seinem Platz und schaute sich unsicher um. Hey, Leute, stotterte er. Ein paar Kinder schauten kurz auf, aber die meisten beachteten ihn nicht. Kerstin verdrehte die Augen, dann steckte sie zwei Finger in den Mund und pfiff so laut, dass Paul beinahe vor Schreck kopfüber in seine Tüte gefallen wäre. Sofort wurde es mucksmäuschenstill. Alle mal herhören! Unser Opa Tobi hat was zu sagen! Nervös nestelte Tobi an seinem T-Shirt herum. Ja, also erstmal herzlich willkommen bei unserer Ferienfreizeit.
Toll, dass ihr alle da seid, ne? Die meisten kennen uns ja schon vom letzten Jahr. Dieses Mal geht's zur Jugendherberge nach Hilfe suchen, sah er Kerstin an. Hopfenhausen, sagte sie knapp. Ja, richtig, Hopfenhausen, das wird supi. Tobi reckte beide Daumen in die Luft, aber er guckte dabei, als sei er in einen Kackhaufen getreten. Allerdings gibt's da so ein klitzekleines Problem mit den Sanitäranlagen. Also die sind irgendwie ein bisschen, naja. Meine Güte, sag doch einfach, was los ist, unterbrach Kerstin ihn. In der Jugendherberge sind alle Klos verstopft, weil irgendein Scherzkeks die Hafergrütze vom Frühstück da reingeschüttet hat. Die brauchen noch etwas Zeit, um die Sauerei wegzumachen. Deshalb halten wir auf halber Strecke in Grimmelberg. Da gibt es ein Hotel, das noch freie Zimmer hat und in der Nähe einen Freizeitpark. Wird jedenfalls besser sein, als in Hopfenhausen knöcheltief durch die Klogrütze zu warten. Ja, danke, Kerstin, stammelte Tobi. Klingt doch prima, oder? Alle jubelten. Hotel und Freizeitpark. Das klang in der Tat besser als Jugendherberge. Ich konnte nicht verstehen, weshalb Tobi und Kerstin so lange Gesichter machten. Ja, leider ist das Hotel, wo unsere Freunde gleich ankommen, eine ziemliche Bruchbude mitten im Wald. Ich habe gute Nachrichten, sagte Kerstin. Wir haben das Hotel ganz für uns alleine. Kein Wunder, murmelte jemand. Wer übernachtet schon freiwillig in so einer Absteige mitten im Wald? Kerstin fuhr fort. Ich habe schon mal Schlafplätze eingeteilt, damit es keine Diskussionen gibt. Zwei von euch teilen sich ein Zimmer. Ich werde euch jetzt aufrufen, dann bekommt ihr die Zimmerschlüssel und bringt euer Gepäck rein. In einer halben Stunde gibt es Essen, danach fahren wir in den Freizeitpark. Ich war sehr gespannt, mit wem ich in einem Zimmer schlafen würde. Kerstin rief zuerst die Mädchen auf. Ich sah ihnen zu, wie sie paarweise die Koffer in das Hotel trugen. Auch die Gruppe der Jungs wurde rasch kleiner. Schließlich standen nur noch 5 Jungs vor dem Hotel. Ein ungutes Gefühl beschlich mich. Jakob und Erik, ihr habt Zimmer 17, erster Stock, sagte Kerstin und gab einem dunkelhaarigen Typ einen Schlüssel. So, dann noch Paul und Jonas, Zimmer 23. Paul und Jonas nahmen den Schlüssel und trugen ihre Sachen in das Hotel. Kerstin und Tobi wandten sich zum Gehen. Was sollte das? War ich jetzt unsichtbar? Ich räusperte mich, aber die beiden reagierten nicht. Hallo? Stammelte ich. Das klang zwar nicht besonders clever, aber immerhin blieb Kerstin stehen. Wer bist denn du? Stöhnte sie und sah mich an, als würde sie mich am liebsten erwürgen. Colin, stotterte ich. Colin Schmidt. Bist du sicher? Fragte Kerstin. Ich kann mich nicht erinnern, diesen Namen irgendwo gelesen zu haben. Hast du den auf deiner Superliste, Tobi? Tobi begann nervös in seiner Tasche zu kramen. Ich schwöre, ich wollte die ganze Sache erklären. Wirklich. War ja auch ganz leicht, falscher Name auf der Liste und so. Aber Kerstin hatte immer noch diesen genervten Blick drauf und dazu die Arme vor der Brust verschränkt, genau wie meine Mutter kurz bevor sie explodiert. Irgendetwas steckte in meinem Hals und ließ kein vernünftiges Wort durch, bloß wieder ein dämliches. Kerstin verdrehte die Augen. Ist ja auch egal, meinte sie. Stell einfach deine Sachen irgendwo ab. Wir legen nachher noch eine Matratze in eins der Zimmer. Wir bringen die schon irgendwo unter. So besonders groß bist du ja nicht. Aber jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Sie schlurfte ins Hotel und ließ mich einfach auf dem Vorplatz stehen. Tobi klopfte mir aufmunternd auf die Schulter, dann folgte er ihr. Langsam trottete ich mit meinem Rollkoffer hinterher. Auf einer Mülltonne neben der Eingangstür döste eine fette, getigerte Katze. Als ich an ihr vorbeiging, öffnete sie ein Auge und musterte mich. Ich wusste genau, was sie dachte. Dumm gelaufen, Conny Schmitz. Das Mittagessen bestand aus Dosenravioli, dazu gab es Leitungswasser aus Plastikbechern. Kerstin bekam leider keinen Kaffee, weil die Kaffeemaschine kaputt war. Stattdessen stellte die Köchin eine Kanne Kamillentee auf den Tisch.
Kerstin sah aus wie eine Bulldogge mit Magenschmerzen und starrte auf die Teekanne, als sei sie an allem schuld. Tobi hatte an der Rezeption ein Prospekt von dem Freizeitpark gefunden und versuchte verzweifelt für gute Laune zu sorgen. Hey Leute, hört euch das an! Fun City ist der 12. Freizeitpark in Südhessen und der einzige, in dem der Verzehr von Popcorn sogar an der Geisterbahn erlaubt ist. Außerdem gibt es eine Selbstbedienungs-Schokoriegel-Frittierstation, einen Aussichtshügel und ermäßigten Eintritt für Senioren. Klingt doch supi, oder? Ja, voll supi, äffte Kerstin ihn nach. Genauso supi wie dieses Hotel. Ich schlage vor, wir machen uns auf den Weg, bevor diese Bruchbude noch über uns zusammenkracht. Auf dem Weg zum Bus ging Paul neben mir her. Er hatte beinahe eine normale Gesichtsfarbe und war ungewöhnlich gesprächig. Oh Mann, hast du das gehört? Schokoriegel-Frittierstation. Ich habe gar nicht gewusst, dass man Schokoriegel frittieren kann. Das wird spitze. Ich habe mir extra eine zweite Plastiktüte eingesteckt. Auf dem Rückweg wird mir sicher wieder schlecht. Was hatte Tobi gesagt? Der 12. Freizeitpark von Südhessen? Was für ein Blödsinn. Wir waren überhaupt nicht in Hessen und Fun City war auf keinen Fall das 12. von irgendwas. Selbst der 12. Kleinkinderspielplatz in der mongolischen Steppe wäre vermutlich aufregender gewesen und vor allem besser besucht. Abgesehen von unserem Bus parkte kein einziges Fahrzeug auf dem Parkplatz. Hey, supi, Fun City, das wird spitze, Leute, behauptete Tobi, reckte beide Daumen in die Luft und machte ein Gesicht, als hätte er in eine Steckdose gefasst. Wenn es hier keinen Kaffee gibt, erwürg ich jemanden, brummte Kerstin und schlurfte an uns vorbei zum Eingang. Tobi schluckte und fasste sich an den Hals. Kommt schon, Leute, wir wollen doch nicht den ganzen Spaß verpassen, murmelte er. Was den Spaß anging, hatte ich so meine Zweifel. Für die Angestellten des 12. merkwürdigsten Freizeitparks von Südniemandsland jedenfalls schien Vergnügen nicht vorgesehen zu sein. Die Frau im Kassenhäuschen guckte wie jemand, der an seinem Geburtstag eine Mathearbeit schreiben muss, während er mit nackten Füßen in einem Ameisenhaufen steht. Um ihren Hals war trotz der sommerlichen Temperaturen der vermutlich längste und kratzigste Schal der Welt gewickelt. Ich wünsche viel Vergnügen. Genießen Sie Ihren Besuch in Fun City. Fassen Sie bloß nichts an und beehren Sie uns bald wieder, sagte sie und reichte Tobi einen Stapel Eintrittskarten. Dabei wackelte ihr Kopf auf dem Schalberg merkwürdig hin und her. Einer nach dem anderen zwängten wir uns durch ein quietschendes Drehkreuz. Ich sah mich um. Fun City wirkte so spaßig wie eine Geisterstadt im Wilden Westen. Die Wegweiser zu den verschiedenen Attraktionen waren alle windschief. Die Farbe blätterte ab und auf einigen fehlten sogar Buchstaben. Direkt vor uns gab es ein Kinderkarussell, das sich nicht drehte, und eine Hüpfburg, die nicht vollständig aufgeblasen war. In Ordnung, bevor ihr euch ins Vergnügen stürzt, zähle ich euch nochmal durch, verkündete Tobi. Weiter als bis 3 kam er allerdings nicht, dann wurde er von Kerstin unterbrochen, die laut fluchend vor einen Getränkeautomaten trat. Das Mistding hat mein Geld geschluckt, aber es kommt kein Kaffee raus, schimpfte sie. Tobi seufzte. Okay, ihr bleibt bitte immer zu zweit zusammen. Um 17 Uhr treffen wir uns wieder hier. Zweiergruppen, super Idee. Das hatte ja schon bei der Zimmereinteilung nicht funktioniert. Eigentlich wollte ich Tobi das sagen, aber ich kam mal wieder nicht zu Wort. Und zwar, weil plötzlich irgendwo ein Lautsprecher knackte und es ein fieses Rückkopplungsgeräusch gab. Tobi hielt sich die Ohren zu. Sehr verehrte Besucher, bitte beachten Sie, dass der Besuch des Aussichtshügels für Allergiker nicht zu empfehlen ist.
Des Weiteren möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Benutzung der Schokoriegel-Frittierstation auf eigene Gefahr erfolgt. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir außerdem für die Dauer Ihres Besuchs das Tragen eines Helmes. Wir wünschen Vergnügen. Ich hatte ein mulmiges Gefühl. Fun City war mir nicht geheuer. Super Tobi hatte sein Dauergrinsen verloren und guckte wie ein Kaninchen, das mit einem Fallschirm aus einem brennenden Hochhaus springen soll. »Warum steht ihr hier noch rum?«, fragte Kerstin mürrisch. »Los, geht euch amüsieren. Und wenn einer von euch einen funktionierenden Kaffeeautomaten entdeckt, dann sagt er sofort Bescheid.« Dieser Freizeitpark war der totale Reinfall, aber in Kerstins Nähe wollte ich auf keinen Fall bleiben. Möglichst unauffällig folgte ich deshalb einer Gruppe Mädchen in Richtung Geisterbahn, was ich bald als Fehler herausstellen sollte. Die Geisterbahn war überraschenderweise in Betrieb. Von den bunten Lämpchen, die das Geisterbahnschild einrahmten, blinkte immerhin fast die Hälfte. Paarweise kletterten die Mädchen in die Wagen, die sich daraufhin wie von Geisterhand in Bewegung setzten. Quietschend schlossen sich die Sicherheitsbügel und bald waren die Mädchen in einem dunklen Tunnel verschwunden. Ich hörte sie kichern und kreischen. So übel schien das Ganze also nicht zu sein. Jedenfalls besser, als hier dumm herumzustehen, dachte ich, und setzte mich in einen Wagen. Es gab einen kurzen Ruck und die Bahn setzte sich in Bewegung. Ich wartete darauf, dass der Sicherheitsbügel sich schloss, aber nichts passierte. Mit beiden Händen zerrte ich daran herum, aber das Ding bewegte sich kein Stück. Sollte ich um Hilfe rufen? Aber wenn die Mädchen das mitbekämen, würden sie sich schlapplachen. Conny Schmitz hat Angst in der Geisterbahn. Nee, ich wäre für den Rest der Ferienfreizeit die absolute Lachnummer. Also besser den Mund halten. Was sollte in einer Geisterbahn auch passieren? Es würde da drin eine Menge künstliche Spinnenweben geben, Plastikskelette, eine Nebelmaschine und komische Geräusche aus knarzenden Lautsprechern. Ganz so lächerlich, wie ich gedacht hatte, war die Geisterbahn dann doch nicht. Gleich hinter der ersten Kurve stand eine Figur, die ihren eigenen Kopf in der Hand hielt und hin und her schwenkte. Die Figur wirkte erstaunlich echt und der Kopf sah aus wie der von der Frau im Kassenhäuschen. Dann tauchte aus dem Nichts ein Gespenst auf, das haarscharf an meinem Gesicht vorbeiflog. Ich zuckte zusammen und krallte mich am Sitz fest. Als nächstes fuhr ich an einem Skelett vorbei, das einen schwarzen Anzug und einen Zylinder trug. Herzlich willkommen in Fun City, sagte der Knochenmann. Gut, der Text war nicht besonders gruselig, aber das Skelett bewegte sich geschmeidig wie ein lebendiger Mensch. Ich fragte mich, ob es möglicherweise ein Mann in einem raffinierten Kostüm gewesen sein konnte. Über mir flackerte ein Scheinwerfer. Ich blickte nach oben. So ein Mist, fluchte jemand. Das Skelett huschte an mir vorbei. Es gab einen Knall, der Scheinwerfer sprühte Funken, dann war es stockdunkel. Der Waggon, in dem ich saß, blieb ruckartig stehen. Hallo? Ist da jemand? Fragte ich. Achtung! Rief jemand, dann traf mich etwas Hartes am Kopf. Wäre es nicht ohnehin schon dunkel gewesen, hätte ich bemerkt, dass mir schwarz vor Augen wurde. Ich war ohnmächtig. Dumm gelaufen, Conny Schmitz. Ich musste einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen haben. Und als ich wieder zu mir kam und es schaffte, meine Augen zu öffnen, schloss ich sie gleich wieder. Ich hatte eine schwere Gehirnerschütterung, ganz bestimmt. Und zwar inklusive Halluzination. Wie sonst sollte ich mir erklären, dass der Arzt, der sich da gerade über mich gebeugt hatte, aussah wie ein Skelett mit Zylinder? Das ist übel, Jack, hörte ich eine Frau sagen. Ganz übel. Vielleicht siehst du jetzt endlich ein, dass du ein miserabler Handwerker bist. Im Gegensatz zu dir habe ich wenigstens Hände, Dagmar. Und es ist ja auch nicht meine Schuld, dass die Schrauben völlig verrostet sind. Außerdem hätte er einen Helm tragen sollen. Ich hatte extra eine Durchsage gemacht. Was war hier los? War es ein schlechter Traum? Ich versuchte, mich aufzurichten und die Augen wieder zu öffnen. Seht nur, er bewegt sich,
kreischte eine dritte Stimme. Der Bengel ist gar nicht tot. Ist das gut oder schlecht? Keine Ahnung. Kommt drauf an, ob jemand nach ihm sucht. Weshalb sollte mich jemand suchen? War ich etwa verloren gegangen? Das ergab doch keinen Sinn. Ich blinzelte. Da war schon wieder das Totenkopfgesicht und ein merkwürdiger lilafarbener Nebel waberte durch den Raum. Der Kopf der Frau aus dem Kassenhäuschen erschien in meinem Blickfeld. Ich strengte mich an, aber ich konnte beim besten Willen nicht den Körper entdecken, der zu dem Kopf gehören musste. Es sah aus, als hätte jemand den Kopf am Schopf gepackt und würde ihn nun vor mir hin und her baumeln lassen. Mir wurde schlecht. Ich glaube, er kotzt gleich, sagte der Kopf. Der Kopf hatte anscheinend hellseherische Fähigkeiten. Alles in meinem Bauch krampfte sich plötzlich zusammen und ich erbrach eine große Portion Dosenravioli. Paul wäre beeindruckt gewesen. Nachdem mein Magen sich wieder beruhigt hatte, sah ich mich um. Ich hockte auf einem schmutzigen Betonfußboden in einem spärlich beleuchteten Raum. An den Wänden lehnten Spaten, Leitern, einzelne Bretter. Dazwischen stapelten sich Kisten und Kartons. Das war ganz sicher kein Krankenhaus, eher ein Keller oder ein Schuppen. Diese Erkenntnis alleine hätte schon ausgereicht, um mich in Panik zu versetzen. Aber der Anblick der Gestalten, die mich anstarrten, ließ mich wünschen, sofort wieder in Ohnmacht zu fallen. Rechts von mir stand das Skelett mit dem schwarzen Anzug und dem Zylinder auf dem Kopf, das ich in der Geisterbahn gesehen hatte. Das Skelett kratzte sich nachdenklich am Kopf, während ein lilafarbener Nebel es umkreiste. Der Nebel hatte ein Gesicht. Ein Gesicht mit einem derart schlecht gelaunten Ausdruck, dass Kerstin daneben wie ein Glückskeks ausgesehen hätte. Links von mir stand die Kassenhäuschenfrau und hatte sich ihren eigenen Kopf unter den Arm geklemmt. So, und hier machen wir jetzt mal Schluss. Für alle, die das Buch vielleicht noch selber lesen möchten und wissen, wie Conny Schmitz oder Colin Schmidt aus der Nummer wieder rauskommt. Das war richtig spannend, muss ich sagen. Und der arme Junge, der immer Conny genannt wird, das ist ja richtig gemein. Ja. Wie kam es dazu, dass du den armen Jungen immer Conny nennst? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich hatte, wie so oft, wenn ich mit einer Geschichte anfange, diesen Satz im Kopf, dumm gelaufen, Conny Schmitz. Und dann dachte ich, gut, wer ist Conny Schmitz und was passiert ihm? Und weil mir Conny als Name jetzt für einen Jungen nicht so gut gefiel, ist daraus Colin Schmidt geworden. Ich muss auch zugeben, ich habe selber immer so ein Problem mit Schmidt und Schmitz. Wenn jemand so heißt, bringe ich das gern durcheinander. Das stelle ich mir sehr nervig vor, wenn man da betroffen ist. Ja, das kann ich total verstehen. Erzähl uns doch mal, worum es in deinem aktuellen Kinderbuch jetzt genau geht. Ja, also wie wir gerade schon gehört haben, ist der arme Colin aus der Geisterbahn gefallen und wacht auf inmitten dieser Gestalten, die er in der Geisterbahn gesehen hat und stellt fest, die sind alle lebendig. Jetzt erwartet er natürlich, dass die anderen von der Feriengruppe ihn suchen, aber niemandem fällt auf, dass er weg ist, weil sein Name nicht auf der Liste steht und weil ihn niemand kennt. Jetzt muss Colin sich allein aus der Nummer raus manövrieren, aber diese Geisterbahngestalten möchten ihn nicht gehen lassen, weil sie Angst haben, dass sie auffliegen, weil sie haben sich in diesem Freizeitpark versteckt und versuchen, so gut es geht, diesen Freizeitpark irgendwie am Laufen zu halten. Aber sie wollen ja natürlich nicht von Menschen entdeckt werden. Leider ist dieser Freizeitpark in einem ganz schrecklich schlechten Zustand und Colin hat halt die Idee, dass er ihnen hilft, diesen Freizeitpark wieder auf Vordermann zu bringen. Dafür müssen sie ihn aber laufen lassen. Alle willigen ein, aber dann geht alles ganz fürchterlich schief. Es gibt eine Entführung und eine Verfolgungsjagd und eine Dämonenbeschwörung, ganz viele absonderliche Dinge, bis dann zum Schluss alles gut wird. Eine richtig tolle Geschichte für Kinder, aber sag mal, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, ich glaube, ich habe einfach ein kindliches Gemüt mir bewahrt. Die Geschichte hat sich langsam entwickelt. Erst war dieses Skelett da und dann kam immer mehr
Gestalten dazu. Und es hat sich, es war eigentlich nachher ein Selbstläufer. Es ist einfach so passiert. Sehr schön, muss ich sagen. Für welches Alter ist das Buch geeignet? Ab 8. Für Kinder ab 8. 3., 4. Klasse. Sehr schön. Also ich muss es auf jeden Fall lesen. Du hast mich jetzt sehr, sehr neugierig gemacht. Du bekommst ja auch öfters die Frage, ob du die Bilder in deinen Büchern selber malst. Malst du sie selber? Nein, zum Glück für euch alle mache ich das nicht. Das kann ich nicht. Da gibt es beim Verlag jemanden, der es macht. Und die Bilder zu diesem Buch hat wieder die Mele Brink gemalt. Und die sind sehr lustig geworden, weil ich glaube, die Mele und ich, wir teilen einen ähnlichen Humor. Und sie kann das ganz wunderbar umsetzen in Bilder. Und es ist sehr lustig geworden, ja. Was begeistert dich am meisten daran, Kinderbuchautorin zu sein? Das Schönste, finde ich, ist zum einen, dass man, ja, man ist recht frei in der Wahl der Themen und der Figuren. Ich kann so ein bisschen rumspinnen und das nimmt mir niemand übel. Wenn ich jetzt für Erwachsene schreibe, ist es ja schon etwas ernster und man ist auch sehr viel mehr, finde ich, auf ein Genre festgelegt. Mit meinen Kinderbüchern kann ich mich richtig austoben. Das finde ich sehr schön. Und das Allerschönste aber eigentlich ist, das sind die Lesungen. Ich habe auch schon vor Erwachsenen gelesen. Das war eine etwas steife Angelegenheit. Aber mit Kindern macht das unglaublich viel Spaß. Und man macht ja als Kinderbuchautorin auch recht viele Lesungen, gerade vor Schulklassen etc. Und das ist einfach eine ganz tolle Erfahrung. Das macht unglaublich viel Spaß zu sehen, wie die Kinder mitgehen, wie sie lachen, die Fragen, die sie stellen. Das ist eigentlich das Schönste überhaupt. Das glaube ich dir. Du machst ja sehr viele Lesungen in Schulklassen, ne? In welchen Klassen machst du das? Sind das Drittklässler, Viertklässler oder Zweitklässler? Ja, die meisten Lesungen mache ich tatsächlich in dritten Klassen. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das an den Lehrern liegt, dass das so eine Lieblingsjahrgangsstufe ist für Lesungen. Ich lese auch für zweite Klassen. Ich habe auch schon in ersten Klassen gelesen. Ja, in der die ganze Grundschule eigentlich. Dein Tipp für Eltern, wie man seine Kinder für Bücher begeistern kann? Ja, erstmal selber lesen. Kinder, die ihre Eltern nie lesen sehen, kommen vielleicht gar nicht auf die Idee, dass das etwas ist, was Spaß machen kann. Und dann natürlich immer viel vorlesen, von ganz klein an. Vorlesen, 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 vorlesen. Jetzt sagen wahrscheinlich viele Eltern, oh, ich lese nicht gerne vor. Und ja, wenn ihr nicht gerne vorliest, Leute, dann müsst ihr Bücher finden, mit denen euch das auch Spaß macht. Und die gibt es tatsächlich. Es gibt Kinderbücher, die machen auch Erwachsenen beim Vorlesen Spaß. Und das merken die Kinder. Und dann macht es allen Spaß. Vorlesen ist ganz wichtig. Man kann auch großen Kindern noch vorlesen. Manchmal haben die das ganz gerne noch. Du nix, ne? Ja, genau. Und was ich auch total wichtig finde, ist, wenn die Kinder anfangen, selbst zu lesen, ist es ja am Anfang noch sehr mühsam. Und viele Erstleserbücher, die ja Texte haben, die die Kinder selbst bewältigen können, sind natürlich nicht so spannend. Das ist nicht machbar, mit 3 Wortsätzen auf wenig Platz eine spannende Geschichte zu erzählen, ist kaum machbar. Und viele verlieren dann die Lust. Und da ist mein Tipp einfach, sucht euch ein Buch, das die Kinder interessiert und dann lasst die Kinder euch vorlesen, soweit sie schaffen. Und dann steigen die Eltern ein und lesen den Rest. So hat man eine spannende Geschichte und die Kinder haben das Gefühl, es passiert was in dem Buch, es interessiert mich und trotzdem lesen sie mit. Und dann, wenn sie nachher später größer sind, bloß auch nicht kritisieren, was sie lesen. Wenn ich das jetzt nicht so toll finde, weil es, naja, ein Comic-Roman ist und ich denke, naja, es müsste jetzt doch was Anspruchsvolleres sein, was pädagogisch Wertvolles. Nee, lasst sie lesen. Der Spaß ist erstmal das Wichtigste. Spaß am Lesen. Das kann ich nur bestätigen. Aber Andrea, sag mal, zum Thema Leselernbücher. Ich gebe dir da recht, die meisten Bücher sind jetzt nicht so animierend für die Kinder. Kommt von dir vielleicht auch mal ein Leselernbuch raus? Bisher noch nicht. Ich habe mich noch nicht rangetraut, weil ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist unglaublich schwierig, das zu schreiben.
Ich habe mit dem Gedanken schon gespielt, aber bisher habe ich mich noch nicht rangetraut. Ein Bilderbuch gibt es nächstes Jahr von mir. Aber Erstleser ist, glaube ich, wirklich schwierig. Und da habe ich einen unglaublichen Respekt vor all den Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Dann warten wir einfach mal ab. Also ich würde mich sehr darüber freuen. Wir haben hier einen Stapel davon und die sind nicht alle so schön. Die sind teilweise auch wirklich schwer zu lesen für die Kinder. Also ich würde mich freuen, wenn es mehr Bücher gibt für Erstleser, die auch spannend für die Kinder sind. Also nicht nur Pferdebücher oder Prinzessinnen, ja, sondern auch was für Jungs oder einfach eine gute Mischung. So, jetzt verrat mir mal, was für dich ein gutes Kinderbuch ausmacht. Ja, ein gutes Kinderbuch. Ich finde, das Allerwichtigste bei einem guten Kinderbuch ist, dass die Kinder, die Leser und Leserinnen immer ernst genommen werden. Dass ich nicht von oben herab schreibe mit dem erhobenen Zeigefinger und ihr sollt hier was lernen und ich weiß Bescheid und ihr hört mal schön zu. Das funktioniert nicht. Also die Kinder müssen sich ernst genommen fühlen beim Lesen. Und ich brauche vor allem auch Figuren, mit denen die Kinder sich identifizieren können. Figuren, die Probleme haben, die die Kinder nachvollziehen können. Selbst wenn ich jetzt vielleicht jemanden habe, der gegen einen Drachen kämpft, muss der trotzdem ein Problem haben, das die Kinder verstehen können. Wenn ich jetzt mal beispielsweise in dem Märchen bleibe. Und ich habe in dem Märchen einen König und der hat eine Tochter und der macht sich jetzt Sorgen, dass seine Thronfolge nicht gesichert ist, weil er keinen Sohn zeugen konnte. Das interessiert die Kinder herzlich wenig. Wenn aber jetzt die Prinzessin loszieht, um einen Drachen zu erlegen und damit kämpft, dass niemand sie ernst nimmt, das können die Kinder verstehen. Also ich muss ja meinem Helden ein Problem geben, das die Kinder nachvollziehen können. Und der Held muss menschlich sein, er darf nicht zu perfekt sein, das sind wir ja auch alle nicht. Dann können die Kinder sich identifizieren, dann ist es spannend, ne? Macht es Spaß. Und Spaß ist gerade am Anfang beim Lesen einfach das Wichtigste. Das stimmt, es muss Spaß machen, da gebe ich dir vollkommen recht. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ja, ich bin auf Facebook unterwegs als Andrea Linisch Autorin. Und auf meiner Homepage könnt ihr mich finden unter www.andrealinesch.de. Was finden wir dann bei dir auf der Homepage so Schönes? Auf meiner Homepage findet ihr alle meine Bücher, auch bald das Neueste, das, was wir gerade gehört haben. Ihr findet was über, ein bisschen über die Lesungen, die ich mache und wie ihr mich erreichen könnt. Und ihr findet natürlich auch all das, was wir beide zusammen gemacht haben. Das könnt ihr da auch nochmal wiederfinden und nochmal anhören. Genau. Na, ich hoffe, wir machen noch ganz viel zusammen. Das hoffe ich ja auch. So, also ich möchte auf jeden Fall jetzt dein Buch kaufen. Wo können wir es denn kaufen? Können wir es in der Buchhandlung um die Ecke kaufen oder wo können wir jetzt hingehen? Das kannst du überall bekommen. Das kannst du natürlich auch bei den einschlägig bekannten Online-Diensten kaufen. Aber am liebsten ist es natürlich immer, wenn ihr zur Buchhändlerin eures Vertrauens geht und sagt, ja, bestell mal. Vielleicht habt ihr es auch da, überall zu bekommen. Sehr gut. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Dass sie kräftig lesen und viel Spaß haben, dass sie viel lachen. Und dass sie, wir dürfen mir gerne auch schreiben, wenn es ihnen gefallen hat. Wenn es ihnen nicht gefallen hat, natürlich auch, aber... Nein, ich freue mich immer sehr über Feedback. Eine Kontaktmöglichkeit findet ihr auch auf der Homepage. Genau, schreibt gerne Andrea an. Erzählt ihr davon, dass ihr das Buch gelesen habt, wie ihr es fandet. Andrea freut sich auf jeden Fall und wir sind leider am Ende. Ich bin sehr traurig. Ich hätte jetzt noch gerne noch ganz viel gehört aus diesem wunderbaren Buch, aber du kommst ja bestimmt bald wieder. Auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank, dass du heute zum zweiten Mal mein Gast warst und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, liebe Emilia. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.